Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind ja in einem Vorort, glaube ich, von Alexandria und haben dort nun ein, was wir heute erleben. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. So. Ja, das Geheimnis der Pyramidenmauer bestimmt noch nicht. Ja, wir haben ein bisschen im Club eingekauft. Wir haben ja schon ein paar Punkte jetzt kassiert. So, jetzt wollen wir gucken, was wir machen. Ich glaube, wir machen die etwas andere Votivgarde. Gaben, aber ich möchte vorher nochmal in Ausrüstung gucken, weil ich habe nämlich auch ein paar Pakete freigeschaltet für die Upgrades hier und kann jetzt hier wieder ein bisschen was ausbauen. Das ist immer gut. Sehr schön. Dann wollen wir mal kurz auf die. Ach, ich hätte ja gleich da bleiben können. Auf die Karte gucken, wo wir es hin müssen. So, das haben wir freigeschaltet. Das Papyrus haben wir nicht gefunden. Was ich ziemlich doof finde. Das will ich jetzt finden. Wir suchen jetzt erstmal das Papyrus. So. So, hier soll das Papyrus sein. Kriege ich es vielleicht zu sehen mit. Nee, aber angeblich da vorne irgendwo. Wo haben sie das versteckt? Was wollt ihr? Redet doch mal Deutsch, Mensch. Ich verstehe euch nicht. Ist das hier das Papyrus? Nee. Ja, du mich auch, Kuh. Oh, da kann man bestimmt mal gucken. Ich hätte jetzt gedacht, hier oben vielleicht, das wäre so eine prädestinierte Stelle gewesen, wo man so Papyrus verstecken kann. Schauen wir mal hier oben. Inek. Ja, du musst auch Inek. Sag mal, hier vielleicht? Das ist auch so. Überall dieser Singsang jetzt. Ah, was ist das hier? Leider nur Kohle. Da ist was Blaues. Was ist das Blaue da hinten, was er da zeigt? Da, das könnte es doch sein, oder? Mal gucken. Oh, du, der du verantwortlich bist für die ewigen Sterne, die vor Re brennen. Bereite den Weg für Unas, damit Unas uns vor den bösen und abschreckenden Kräften der Nacht schützen kann. Aha. War aber leider Gottes nicht das versteckte Papyrus. Das wäre auch zu schön gewesen. Dann gucken wir weiter.
Vielleicht ganz oben mal gucken. Hier ist aber nichts. Was willst du? Red mal Deutsch jetzt. Mann, 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 Mann. Ja, genau, reit beschäftigen. Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch irgendwo sein, dieses blöde Papyrus-Dingenskirchens. Ah, praktisch, dass ich da drüber laufen kann. Ich bin also ein Leichtgewicht. Zumindest im Spiel. Nix Papyrus. Aber das muss ja doch sein, oder? Also ich weiß nicht, also für Karte. Das ist doch abstrus, absurd, meine ich. Wow! Das war etwas tief. Aber ich hab's überlebt. Wer versteckt dann auch so ein Papyrus, bitte? Und warum? Nick Enis Chajeriet. So langsam lerne ich die Sprache. So, wir gucken jetzt nochmal hier in der Ecke und wenn es da nicht ist, dann. Pech gehabt, gibt es kein Papyrus. Ja. Ach Quatsch. Ah, da könnte es noch sein, dass das leider noch was ist. Den Göttern sei Dank, dass dieses Fest bald vorüber sein wird. Sorry, vielleicht das hier? Oh, Sachmet, Quelle der Stärke und Gnade. Ich bin von Sorge und vielen Problemen geplagt. Verletzt durch Ungerechtigkeit und den beleidigenden Fehlverhalten anderer. Gewähre mir die Stärke, Not mit stillem Mut und unerschütterlichem Willen zu begegnen. Oh, sorry. Ja, aber das war doch auch nichts Papyrus, oder? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Das war schon der vierte Gast diese Woche, der mich anbrüllt. Aha. Aber das Papyrus hast du doch trotzdem nicht für mich. So. Dann kümmern wir uns halt jetzt mal um die Quest mit den Händlern. Die soll ich ja am Markt treffen. Ups, sorry. Ich hab's eilig. Denn wir haben eben noch diese Nebenquest mit diesen falschen Relikten, wo irgendwie einer was Falsches gekauft hat und keine Ahnung. Das wollen wir mal gucken, ob wir da was rausfinden. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzenmumien sind gefälscht. Oh.
Er vielleicht hier. Guten Tag. Rochert, ja? Hallo, Aber da ist ja nur Stroh drin. Sei gegrüßt. Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Ich will doch gar nichts. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Saad. Meine Schwester hat eine Statue bei dir gekauft, die in zwei Teile brach. Die sind gefälscht. Aber hier kann ich mal verkaufen. Was kann man denn kaufen so? Klamottos. Das sieht aus wie von einem... Aber da ist ja nur Stroh drin. Komm, die kaufen wir mal. Aber wir kaufen einfach alles. Also gut. Du dreckiger Naked Iadet. Du wagst es mir, diesen Ramsch hier verkaufen zu wollen? Und dafür verkaufen wir ein bisschen was. Aber keine Materialien, sondern... Die Katzenmumien sind gefälscht! So, unnötige Gegenstände verkauft. Auf bald! Ja, ja. So, machen wir erstmal Drachen. Du hast mir ein Amulett von Hator verkauft und meine Frau wurde trotzdem krank! So, dann reden wir mal mit dem Händler, vielleicht kann der uns ja was sagen. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Aha. Kann ich bei dir auch noch was verkaufen? Heute Nacht können wir ungestört reden. Draußen vor dem Dorf. Triff mich südöstlich von hier. Bei den Feldern. So, was haben wir denn hier noch? Es ist ja noch keine Nacht, leider. Wie kann ich helfen? Kann ich hier irgendwas verkaufen? Habe ich noch unnötiges Zeugs, was weggeht? Ah nee, ich kann theoretisch einfach Zeug verkaufen. Sehr praktisch. Ist ja alles viel zu low im Level. Ist gut. Ich nehme es. Ah, ausgerüstet kann ich nicht verkaufen, das ist gut. Also verkaufen wir mal alles, was wir nicht angelegt haben. Ich nehme es. Ist gut. All den anderen Spielen wäre ich jetzt schon längst. Habe dich wohl, mein Freund. Wäre der Händler jetzt pleite. So, da. Hat er gerade gesagt, was ist das? Aber hier gibt es noch eine Nebenquest, die nehmen wir doch auch gleich mal mit an. Bitte! Mein Ehemann ist in Gefahr. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme ja schon. Magi, hilf mir. Ich bezahle dich auch. Ach, Geld. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Okay, ich wollte die eigentlich verfolgen. Na gut, dann machen wir es so. Gehen wir den Weg. Weil die andere kann hier gerade nicht weitermachen. Das ist hier nicht nach. Das ist ja blöd. Dann nehmen wir jetzt erstmal die da. Haben wir hier ein Boot irgendwo? Da müssen wir jetzt rüber. Ah, nee, da ist ein Boot.
Komm, gib Gas, wir müssen darüber. Jetzt soll ich Sendu rufen, der ist hier irgendwo in der Nähe. Ziel lokalisiert, da vorne ist er schon. Wow! Ups. Sorry, ich hab dich kurz gerammt. Lasst mich doch! Bitte! Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika? Warum seid ihr so wütend? Oh Gott. Was ein Glück, habe ich einen Bogen dabei. Ich werde gleich. Claudius! Hey, du! Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Ja, ja, mach ich auch gleich. Ich will aber erstmal looten. Die haben bestimmt coole Arbeitsmaterialien dabei. Ja, das wusste ich doch. Und war da noch eins? Hier. Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Der ist total voll. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Und da wird so glücklich sein. Lol. Ist der voll, ey. Oh. Wollte gerade sagen, will der jetzt schwimmen oder was? So, haben wir wieder die Welt gerettet. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeiten. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie könnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Meine Freundin in der Stadt wird mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja. Ja, bei den Leuten. Also, das verstehe ich nicht. Wie verheiratet... Da bist du ja, mein Liebster. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Ups. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, 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 geht nicht. Die töten mich. Ist das nicht die, Zeigt ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Ist das nicht die Synchronsprecherin von Catherine Zeta-Jones? Vergiss ihn. Das ist nur ein dummer Grieche. Ist hot. Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen. Dabei solltest du mir helfen, nicht ihm. Tja. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld. In Zukunft
Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. So, haben wir die Quest auch abgeschlossen. Können. Ist jetzt mal bald Nacht hier. Oh, Level 9. Hör mir auf. Holy shit. Wieder ein Level up. Da können wir mal gucken, ob wir was machen können. Ich glaube, das hier kostet mittlerweile 2 oder so. Ne? Ja, genau. Was haben wir hier noch? 2, 2, 3. Ne, da müssen wir noch ein Level warten. So, dann können wir wieder in die Nachtquest gehen. So. Gucken wir mal, wo die ist. Wo ist die denn? Wie weit weg? Da 330 Meter, das ist nicht so weit. Suche nicht! Vielleicht kann ich da irgendwie warten bis nachts oder so. Und die Zeit beschleunigt. Wir werden sehen. Sind wir gleich da. Was ist denn das? Interagieren. Bucket, du bist einer der besten Händler, mit denen wir Handel treiben. Mach weiter so. Wir senden dir einen großen Bestand an Mumien. Sie müssen bis zum Ende des Monats verkauft sein. Aha, das heißt, der ist quasi der böse Bube, oder was? So, wie wird's denn jetzt hier Nacht? Ah, der Händler ist auf dem Weg zum Bauernhof. Wir können ja mal gucken, wo sieht man denn hier die Uhrzeit und so. Ja, ich keine Ahnung. Aber mir kommt so vor, als würde die Sonne gleich untergehen. Hoffe ich mal. Soll ich jetzt hier warten bis nachts oder was ist denn? Oh, was geht mir noch? Nun es hätte. Geht doch, dann reden wir mit ihm. Mein Freund, schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei, auf Grund zu laufen. Der Weg des Wissbegierigen ist sehr gefährlich. Ah. Ja. So, mein Freund, und jetzt sagst du mir die Wahrheit, du kleiner Penner. Oh, was kriegt man? Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. So.
Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr Re lebt. So eine Schande. Also wirklich. Dann wollen wir mal... das Lager zerstören. Das ist aber eine hohe Düne. Erstmal Zenu schicken zum... Bobby. Ich glaube fast, das war direkt mal der Chef. Hey, was? Du hättest nicht herkommen sollen. Oh. Das ist ja cool, von dem Pferd, von dem Kamel aus zu kämpfen. Was? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ich mach die alle kalt. Wow. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Aus. Es wird Sturm geben. Wow. Wo will er denn hin? Sieht ja relativ gut aus. Verdammt! Wir müssen aufholen! Hey! Stimmt endlich! Gut, der war ein bisschen übertrieben, der Höchstleistungsangriff, aber... ihr habt mich gedacht, ne? Ihr wisst schon. Der mich nervt. Oh, ganz praktisch, hier gibt's Pfeile. Wie voll, ich hab da vorhin geschossen wie in ihrer. Verdammt. Ah, das brennt! Jetzt wird meine Welt Ruhe haben. Es ist endlich getan. Hä? Ja, aber ich muss doch. Ich bin doch direkt wieder raus aus dem Feuer. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin direkt wieder raus aus dem Feuer. Aber ich habe alles zerstört. Gott sei Dank, das hat noch gezählt. Und jetzt soll ich mit diesem Manager sprechen. Ja, das ist auch weg hier, das Lager. Da gehen wir auch noch hin zu dem Lager und dann werden wir die Folge für heute beenden. War ja wieder eine schön lange Folge. Oh, und das ist so entspannt, dass der da jetzt alleine hinreitet. Ich kann euch immer sagen, wenn euch das Video gefallen hat. Los! Dann lasst einen Daumen hoch da. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, ja, dann abonniert uns doch einfach. Vergesst aber nicht, die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu drücken, denn nur dann bekommt ihr alles mit, was bei uns im Kanal so abgeht. Und es lohnt sich auch, bei uns auf Facebook vorbeizuschauen. facebook.com/dzfmgaming. Oder ihr guckt hier auf YouTube im Kanal-Banner. Und... gebt den Weg frei! Ja. Da findet ihr unter anderem Tests, Gewinnspiele, News aus der Szene und. Lohnt sich auf jeden Fall ein Like dazulassen. Und wenn euch Assassin's Creed Origins gefällt, schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link, wo ihr das besonders günstig kaufen könnt.
So, und jetzt werden wir gleich noch mit Manahead sprechen. Warte mal, stopp, stehen bleiben. Ich muss eingreifen. Was ist das für ein Ausrufezeichen da? Die Farbe vom Ausrufezeichen kenne ich nicht. Was ist mit dem? Magi, großer Krieger, komm. Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Der ist ja cool. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle. Was hat denn der mit meinen versunkenen Schätzen zu tun? Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, hab ich auch noch andere Aufgaben. Nomadenbazar, das grüne Kamelsymbol zeigt dir den Standort von Reda, dem Händler. Reda hat zahlreiche, sehr seltene Gegenstände im Angebot. Also besuche ihn regelmäßig, da sich sein Sortiment jede Woche ändert. Außerdem bietet Reda an jedem Tag eine neue Quest, bei der es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Beende sie, bevor die Zeit abläuft und du wirst großzügig für deine Mühen belohnt. Ah, interessant, das sind also Dailies. Für heute wird es aber ein bisschen spät, deswegen werden wir jetzt nochmal, also ein bisschen lang wird es dann, werden wir jetzt noch die Quest abgeben und dann für heute Feierabend machen. Aber das müssen wir uns mal für die nächste Folge vornehmen, dass wir da mal schauen, was das denn für Quests sind. So, der wird sich freuen. So, es liegt jetzt vielleicht irgendwo Papyrus? Ich sehe keins. Oh, ich muss. Muss ja einmal außen. Was, Kocher, was? Was kochen sie ab? Ich verstehe das nicht. Ah, guck da. Ah, da bist du ja. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Ach, ich mach das doch gerne. Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Aber wie gesagt, für heute war es das. Im Abspann könnt ihr jetzt auf die linke Seite des Bildschirms klicken für Tipps aus dem Kanal, auf die rechte Seite für die komplette Assassin's Creed Origins Playlist. Und in der Mitte, da könnt ihr uns abonnieren und ich sage tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.